wir haben schon die Hälfte der Zeit geschafft, deswegen habe ich jetzt so gute Laune. Es ist nämlich jetzt schon 14:45, das heißt, wir haben bis 14:45 Pause. Und dann heißt es, was? Dass ich nur noch 2 Stunden arbeiten muss. Und heute Abend gibt es Wassermelone. Komme ich jetzt in Fernsehen? Ja. Und dann müssen wir zu... Da, oh! waren wir lange. Wir haben so kleine Wassermelonen gekauft. Ich habe eine Wassermelone getragen. So ganz so mini und die sind so lecker. Und da habe ich gestern schon mal eine Hälfte von aufgefuttert. Und da freue ich mich schon den ganzen Tag wieder drauf. Das waren ja auch Mini-Wassermelonen. Ja, und die hast du ja auch ausgesucht, ne? Ja. Und er ist ja der Meinung, alles was er aussucht, das ist ja auch dann alles immer super, ne? Und von bester Qualität. Ist dir schon mal eine Wassermelone untergekommen, die ich gekauft habe, die nicht gut war? Jetzt überlege ich mal. Nee. Aber er steht da auch immer wirklich und klopft jede einzelne Wassermelone an und dann steht er da auf immer 10 Minuten. Und dann denken die Leute auch, ne? Was macht der denn da? Ich klopfe die Wassermelone. So, und was ist passiert? Was ist bei uns passiert? Warum müssen wir zu Tom? Ich habe gestern den Filter gereinigt und habe die Pumpe neu eingestellt. Hier vom, muss auch erzählen, vom was? Vom Teich. Ja. Und nachdem ich das getan habe, habe ich wohl nicht ganz aufgepasst. Es lief alles. Ich habe geguckt, oh, ist alles in Ordnung. Bin dann reingegangen und bin nicht wieder raus gewesen. Und heute Morgen will ich nur im Gucken, was Fischis machen. Und denke so, hä, wieso sieht das so komisch aus? Und ist mir aufgefallen, dass der Teich halb leer ist. Dass das Wasser durch den Filter daneben geschossen. Ja. Jetzt habe ich neuen Filter gekauft. Ich hatte die Schnauze voll. Der erste war ein Fehlkauf, Anfängerfehler. Ja, komm zum Punkt hier. Und jetzt muss ich heute Beton kaufen. Beton, ja. Weil ich jetzt den Bachlauf neu machen muss. Ja, und dann haben wir den Salat. Die Schnauze voll da. Das ist jetzt, das war zu dilettantisch. Und jetzt, Leute, gehen wir zu Biggie B. Wir waren da jetzt ja schon mal. Wir haben es ja endlich gefunden. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr köstlich. Chili Fries. Sehr lecker, aber teuer. Na komm. Doch. Was kostet bei McDonald's mittlerweile hier wir ein haben, Hamburger ordentlicher? Aber wir kostet haben, auch 5,50 Euro oder was? Wir haben 24 Euro letztes Mal bezahlt und ich hatte einen kleinen Hamburger und eine kleine Pommes und eine kleine Cola. Ja. Und du hattest einen Hamburger und dieses Hamburger, Chili Fries, Cola. Ja. 24 Euro finde ich schon. Doch, nein, 24 Euro haben wir bezahlt. Da habe ich mich nämlich noch gewundert, weil ich sollte bezahlen, hatte 20 Euro schon in der Hand. Und er sagt dann zu mir, 24,30 Euro oder irgendwie sowas. Finde ich schon sehr teuer. Ja, aber so ein Pappburger bei McDonald's kostet auch 5,50 Euro. Eine Pommes 2 Euro bis bei 7,50 Euro und eine Cola, was kostet das Menü? Ich weiß das gar nicht mehr. 7,59 Euro. Dann kostet das wegen meiner 6, 7, 8 Euro mehr, aber das ist ja ganz was anderes. Ist lecker, ja. Also man schmeckt schon den Unterschied. Aber wir zeigen euch das gleich. Na? Das ist ja schon fast unheimlich, so gute Laune, wie ich habe, oder? Das ist echt. Was meinte er gerade? Nur weil er blinkt neben mir, dass ich jetzt anhalte und er vor mir reinfahren kann, oder was? Bist du besoffen, oder wie? Schneiden wir raus. Wir wollen hier das nämlich nicht mehr. Wir wollen was, das nicht hören nicht? Hier. Wieso fährt er denn mit dem Rasenmähertrecker und einem Anhänger über den Anschied? Sag mal. Guck mal. Hier, was machst du da? Vorfahrt genommen? Sag mal, wo kommen die alle her? Wir melden uns gleich beim Essen wieder. Und weißt du, was wir heute Abend auch machen? Deine Haare schneiden. Oh, aber ich dachte, das wäre so. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Die sind ja schon wieder so lang. Ich denke mal, jetzt ist da auch nicht mehr so. Haben die überhaupt noch auf, weil das jetzt schon so spät ist? Oder machen die erst wieder um 5 Uhr oder so auf? Hä? Die gehen den ganzen Tag auf. Echt? Ja. Hier, guck mal, neues Raucherzelt. Eine sogenannte Sitzburka. Hä? Da steht auch so ein Ding. Oder ist das wirklich? Nee. Was soll das denn sein? Ach, das ist ein Strandkorb, oder? Den haben die nur abgedeckt.
wegfliegen. Hier, er hat sich verfangen. Komm her. Komm. Der kommt dann nicht wieder raus. Komm, Maikäfer. Ah, nee, es ist ja gar kein Maikäfer. Marienkäfer. Nein, nicht, dass du ihn jetzt zerquetscht. Da ist er. Ja, flieg. Ja. Jetzt sitzt. Guck mal, bleib ich. Da sitzt du auch viel besser. Lass die Türen zu machen. So, flieg. Flieg, kleiner Marienkäfer. Der ist. Wie alt ist der? Das siehst, kannst du von den Punkten sehen, ne? Oh, das ist der schlechteste Aberglaube, den ich je gehört habe. Das ist kein Baum, wo man die Ringe zählen kann. Der war schon 30. Ja. Warte mal, ich habe deine, Augen, ich hab deine Augenringe gerade gezählt. Du bist schon 105. Ja. Hallo, mein kleines Kapuzineräffchen. Philali. Nee, doch nicht. Hm? Das ist ein Auto. Ein Jaguar F. Auto ist Auto. Ein Jaguar. Manuel hat jetzt jeden Tag einen neuen Kosenamen. Weil ich wache ihn ja morgens immer auf und dann sage ich immer, guten Morgen, mein Sonnenschein oder guten Morgen, mein Schatz. Und das ist ja einfach so langweilig. Und dann habe ich gedacht, er kriegt jetzt jeden Tag, da bin ich gestern mit angefangen, einen neuen Kosenamen. Und diesen Kosenamen, den wird er auch den ganzen Tag übertragen. Gestern war es mein Mäusezahn. Und heute ist er mein Kapuzineräffchen. Ne, Manuel? Hör auf, du. Aua, mir wird schlecht. Boah, mir wird schlecht davon. Ich kann das nicht abmachen. Ja, das hast du davon. Das ist die Strafe. Oh, es ist mir richtig gammelig. Ich kann das nicht ab. Was warum gehe ich ja wohl nicht in der Achterbahn? Hä? Weil ich das nicht ab kann. Und darum wie kann ich auch fliegen genannt? Nicht ab. Mäusezahn. Mäusezahn. Ja. Und heute bist du Kapuzineräffchen. Also seid gespannt, was da noch so alles kommt. Ich lasse mir noch gleich schöne Sachen einfallen. Gleich mach das Klitschklatsch. Und dann bist du ein Mäusezahn. Mhm. Mhm. Und jetzt läuft er wieder voll. Ja. Oh Gott, die armen Fische. Guck mal, wie viel hier raus ist. Der ist sonst bis ja hier, ne? Ja, dann los. Los, auf geht's. Ich habe die richtigen Blumen gefunden. Ja, bienenfreundliche Pflanze. Bienenfreundliche Pflanze. Die war sogar sehr freundlich zu mir. Die hat ganz freundlich Moin gesagt, hast du gehört? Mhm. Moin. Gibt es die auch noch in anderen Farben? Was? Die Besen. Das ist ein verschissener Draußenbesen. Der ist ganz schön grün. Junge, wenn es der lila wäre. Noch, natürlich, den gibt es in allen Farben. Pink. Den können wir auch bestellen. Mit Glitzer. Mit Glitzer. Einhornglitzer. Nein, ich bin nicht so eine. Obwohl, ich habe jetzt einen Schlafanzug mit einem Einhorn drauf. Ja. Aber nur, weil Manuels Tochter mir die, den rausgesucht hat beim Primark für 5 Euro. Fast so schlimm wie die Kuhhose. Ja. Kuhhose kommt allerdings jetzt weg, ne? Ja. Ich habe nämlich jetzt eine andere Kuh. Nee, es ist nicht, das ist gerade das Leopard, ne? Leopardenhose. Sieht aus wie ein Leopard. Kennst du einen Leopard? So. Du kannst hier bestimmt einen freundlichen Mitarbeiter fragen, ob der dir die ins Auto trägt. Du kannst pass auf mit deinem Rücken. Kann ich die denn wohl tragen? Ja, klar. Wir können die ja zu zweit nehmen, oder? 40 Kilo. Zu zweit? Quatsch, zu zweit. Warum sollte ich denn jetzt mit reinkommen? Hier zum ich habe extra gefragt, ob ich im Auto sitzen bleiben kann. Was ist überhaupt ein Mörtel? Ein Mörtel ist das, was zwischen die Steine kommt. Ach so. Das mache ich aber mit. Das habe ich gerade irgendwo gelesen. Ach so, war das jetzt richtig, was ich gesagt habe? Ja. Oh. Hier steht es nämlich. Mauermörtel. Genau.
Ach so, und das ist Zementmörtel. Das ist Zement. Das ist Herd. So. Nur die Harten kommen in den Garten. Und für alle, die es noch nicht wissen. Das ist ein Baumarkt. Das ist mein Lieblingsort. Steht nochmal oben extra fett, damit ich nochmal dran erinnert werde, wo ich mich hier auch gerade befinde. Ne? Komm mal lang. Ja, das muss ich dir lassen. Das stimmt. Willst du jetzt auch noch Steine mitnehmen, oder? Ja. Oh, Frau Doss, da waren so schöne Steine, ne? Die gibt's hier gar nicht, ne? Nee. Da musst du ja schon solche nehmen, die wir da jetzt auch haben. Ich weiß auch nicht, warum du da die weißen zwischen gemacht hast. Ja, die sind so schön. Er hat weiße Steine gekauft und hat die einfach zwischen braune Steine zwischengelegt. Mhm. Was ich bis heute nicht verstehe, warum du das getan hast. Weiß ich auch noch nicht. Hast du alles, mein kleines Kapuzineräffchen? Nee. Was denn noch? Was soll mir dieser Blick sagen? Ich muss noch mehr Geld ausgeben? Ja, die sind alle gebrochen. Die kleinen kosten viel mehr. Was gibt's noch, Dilemma? Dilemma? Mhm. Ah, hier ist noch welche. Nimm mal den Besen da weg. Da ich gleich keine Zeit mehr habe zu filmen, da ich ja den Kofferraum mit ausräumen muss, mit dem ganzen Mörtel und dem ganzen Sand und mit dem ganzen Gedöns. Zement wollte ich sagen. Wie bitte? War kein Mörtel. Zementmörtel? Nee, nur Zement. Da steht drauf Zementmörtel. Das ist Zement. Da steht drauf Zementmörtel. Das war der daneben. Nein, du hast den, den du im Kofferraum hast. Da steht Zementmörtel drauf. Das ist Zement, genau. Und das andere war einfach nur Mauermörtel. Nee, ja. Zementmörtel. Das ist Zementmörtel, das ist Zement. Ja. Ja, Zement. Zementmörtel. Ja, und das andere war nur Mörtel. Aber das steht da drauf. Steht da drauf? Ja. Dann haben wir das falsch gekauft. Das und wenn ich das dann mit ausgeladen habe, dann werde ich mir meine Mini-Wassermelone schneiden. Dann gehe ich duschen und dann war es das nämlich für heute, weil es ist jetzt schon 7 Uhr gleich. Und ja, ich bin auch mal froh, wenn ich Feierabend habe. Und deswegen beenden wir den Vlog jetzt, weil ich wahrscheinlich eh keine Zeit mehr haben werde. Und wenn ich jetzt denke, okay, ich könnte es nachher vielleicht noch schaffen, dann vergesse ich das sowieso. Ne? Und deswegen sagt auch das kleine Kapuzineräffchen jetzt tschüss. Nein, du bist heute ein Kapuzineräffchen. Hör auf! Was wäre jetzt gewesen, wenn die Kamera durch die Scheibe geflogen wäre? Ich hatte nicht das Band um. Ja, ist du selber schuld. Zum einen sage ich immer und immer und immer und immer, mach das Band um. Und zum zweiten habe ich gesagt, nenn mich nicht Kapuzineräffchen. So, wir wollen mal gucken, was ich mir dann morgen ausdenke. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal und sagen tschüss.